Alles klar, munter, flockig, fröhlich geht's weiter in die zweite Runde zwischen Cool Jacko und Scootaloo bzw. The Pony in der Gruppe B. Schauen wir mal, wenn Cool Jacko dieses Spiel hier nicht gewinnt, dann ist es für ihn auf jeden Fall erstmal vorbei, zumindest in der im Sieger-Bracket. Er hat ja dann durchaus noch eine Chance, im Loser-Bracket hochzukommen. Schauen wir mal. Wenn Scootaloo hier gewinnt, dann sehen wir ihn auf jeden Fall erstmal noch in dem Gewinner-Dingen weiter. Scootaloo hier in Orange als Zerg in der oberen Position. Und Cool Jacko hier in Grün als Terraner in der unteren Position. Ja, auf jeden Fall. Keine schlechte Idee gehabt, der Cool Jacko. Da bin ich ehrlich gesagt positiv überrascht von ihm. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass das Cool Jacko ein schlechter Spieler ist. Das nicht. Er ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Spieler. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe ihn auch sehr, sehr selten spielen sehen. Und das mit der Greedy Expansion und mit der Wall und so weiter, das war schon ordentlich. Er hat sich schon sehr, sehr gut geschlagen, der Cool Jacko. Da muss man ihn an der Stelle trotz allem mal loben. Ich hatte am Anfang so ein bisschen Bedenken, als ich gesehen habe, boah, wo bleibt die Kaserne? Da dachte ich erst, will er vielleicht eine Proxy machen? Oder was hat er da vor? Aber das hat er echt ganz gut gemacht. Und Scootaloo, klar, so kennen wir ihn, so kennen wir ihn auch aus der claninternen Liga. Der schlägt sich sowieso in der Regel ziemlich gut. Ist das schon. Einer der Favoriten, sage ich jetzt mal. Auch jetzt hier in dieser Liga, in diesem Turnier. Cool Jacko scoutet hier auf jeden Fall, wo der Scootaloo sich befindet. Und er macht es auch ähnlich wie im ersten Spiel, der Cool Jacko hier, mit der Fast Expansion noch vor der Kaserne, aber diesmal ein recht frühes Gas mit dabei. Und Scootaloo eröffnet. Diesmal auch mit einer Fast Expansion. Gas und Pool. Gas schon fertig. Pool in der Produktion. Kaserne in der Produktion. Ja. Cool Jacko spielt hier ein bisschen wie ein Zergspieler von seinem Opening her. Und hat jetzt auf jeden Fall gescoutet, wo sich hier die Base befindet. Weiß auch, da kommt eine Expansion. Eine Fast Expansion, Gas wird geholt und der Pool ist bald durch. Also früher Linkspeed wahrscheinlich. Genau, die ersten zwei Scouting-Linge sind auch schon auf dem Weg. Vielleicht wird es auch mal was Experimentelles, so ein super fast leer irgendwas. Aber in der Regel spielen unsere Leute ja da Standard. Okay, SCV hier wird geknallt von den Zwillingen. Und in der Produktion hier nochmal ein Depot, ein Bunker. Wieder so eine kleine Wall. Ein paar SCVs, die stehen hier rum. Aber nee, das hat er gesehen, sehr gut. So. Ansonsten. Die Linge sind hier auf dem Weg. Die scouten hier so ein bisschen. Overlords auch wieder auf dem Weg. Auch der Overlord hier wieder schön. In der Position hat ja auch gesehen, wo er ist. Linkspeed im Kommen. Und zwei Queens sind schon draußen, die dritte Queen wird gebaut und wollte hier mit den Lingen noch mal gucken, was hier gebacken ist. Hat den Bunker gesehen, bisschen angeschossen. Ja, momentan noch alles sehr, sehr Standard. Also ein Makro-Game wird hier aufgebaut. Marines in der Produktion. Und ansonsten für Scootaloo als Zerg natürlich jetzt erstmal Drohnen, Drohnen, Drohnen. Zweite Gas wird geholt. Ansonsten auch auf Seiten von Cool Jacko hier definitiv erstmal Gebäude gebaut, gedrohnt, also Worker gebaut. Noch keine wirklichen Units auf dem Feld, gucken wir mal schnell rein. Wir haben hier fast gleich viele Worker auf beiden Seiten und Army Supply auch in etwa gleich.
Da tut sich momentan nicht viel. Dritte und vierte Gas wird geholt, ebenso wie Roach Warn und Evo Chamber. Da kam auf jeden Fall gerade ein Scan. Hat's eventuell gesehen, ja, spätestens jetzt wissen wir Bescheid. Sorry, ich war gerade ein bisschen abgelenkt von dem Stream-Chat, aber der zweite Scan hier hatte auf jeden Fall den Roach Warn und die Evo Chamber gesehen. Unser cool Jacko hier, auf jeden Fall auch wieder eine etwas dickere Wall mit den Kasernenhunden, die dann natürlich auch nicht ganz abschließen, aber... Mal schauen, wir haben hier mittlerweile eine Fabrik mit einem Techlabor und weitere Kasernen. Aber meiner Meinung nach, gut, jetzt fliegt ja der Overlord rein, scoutet, sieht, was hier gebacken ist, aber die Marines, die können ihn noch rausnehmen. Supply blockt auch hier ein wenig. In der Produktion beim Zerg sehen wir auf jeden Fall Damage Upgrade für die Roaches im Kommen und... Lea ist fast durch. Ja, unser Terraner hier. Natürlich nicht schlecht. Mit den Gebäuden. Aber hat ein bisschen spät vielleicht angefangen, Units zu bauen. Die Gebäude standen lange Zeit rum, ohne zu produzieren. Ebenso wie die Bases hier. Die Worker-Produktion hat so ein bisschen aufgehört. Schauen wir mal rein. 42 zu 44 Worker, okay, er ist noch sehr gut mit dabei. Aber so um die 10. Minute ist auch normalerweise das Timing, dass die dritte Base kommt, zumindest als Zerg. Und da sollte er als Terraner auch sich überlegen, da mitzuziehen. So, multiple Scans hier, sieht Lea Teches durch und sieht ja auch der pulsierende Roachworn. Creep Spread von Scootaloo bzw. Pony auch wieder sehr, sehr gut. Roach Speed halb durch und Roaches werden produziert die ganze Zeit. Also schon recht viele Roaches. Und wir sehen ja auch auf der Karte sehr, sehr schöne Map Control hier von The Pony. Mit dem Ling hier vorne, mit dem Ling vor der Base und mit dem Overlord hier. Also er sieht, sobald der Terraner sich eine dritte Base holen will, weiß er einfach Bescheid. Und das macht er jetzt selber. Ich hatte das eben angesprochen. Um die 10. Minute kommt die dritte Base in der Regel. Und das macht er auch. Das macht er hier auch. Und bereitet gleichzeitig hier so einen kleinen Go vor. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich gucke nochmal in die Units rein. Gut, mit den Workern konnte er jetzt wieder sehr gut nachziehen hier, der cool Jacko. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die Units hier ausreichen, um den fetten Roachball aufzuhalten. Wir werden es jetzt sehen. Der Tank hier oben, eine sehr schöne Position. Aber das ist natürlich auch eine Ansage hier mit den Roaches. 24 mittlerweile immer noch, obwohl ein paar gestorben sind. Der Tank war hier so ein bisschen gebuggt. Und da fallen jede Menge Worker. Muss ja auch die Expansion liften. Verliert hier noch den Sensor Tower, beide Gas. Und ja klar, ich meine, wenn hier oben Tank steht, warum soll er hochgehen? Macht hier unten erstmal alles platt. Mittlerweile auch die Kasernen geliftet und rennt jetzt hoch. Er hat gesehen, es ist nur ein einziger Tank da. Da kann er auch hochgehen. Tank rausgenommen. Parallel dazu hier an der dritten Base von Scootaloo. Hier ein kleiner Drop vom Cool Jacko. Aber wenn wir mal in die Units reinschauen... Das ist auch nicht genug für einen Base Race, weil das Reinforcement von Scootaloo hier natürlich den Drop abwehren kann, zumindest normalerweise. Und der Push hier ist einfach mal nicht aufzuhalten mit den Roaches. Das sollte hier vielleicht nicht unbedingt einzelne Roaches hinschicken, aber selbst das reicht einfach aus, um den Drop hier aufzuhalten. Ist natürlich jetzt ein bisschen nervig für den Scootaloo, aber er ist hier deutlich in der Führung und die Messe ist schon so gut wie gesungen. So, down, Medivac down, zweite Medivac. Oh,
ein Marine ist noch übrig. Okay, die Sache ist gegessen. Und der Push in der Main. Mittlerweile fast alles kaputt. Hier fliegen noch ein paar Gebäude vom Cool Jacko rum. Die ziehen sich zurück. Er will sich hinten hier nochmal aufbauen. Da, wo seine dritte stehen müsste. Da steht jetzt auch hier der Overlord. Der sieht es sofort. Alles klar. Währenddessen auch hier Hive schon in der Produktion. Und das kann er eigentlich nicht mehr. Das kriegt er nicht mehr rumgerissen. Mehr durchaus auch ein optimistischer Mensch. Aber bei zwei Workern und vier Marines kann er nichts mehr machen. Die Hydra, Roach Hydra sind hier auch 1-1er Upgrade durch. Und er hat es natürlich auch direkt gesehen. Und macht den Sack jetzt hier zu. Da kommt der Smiley, was für das GG steht. Und damit ist das Thema durch. Gut, ich hoffe, euch hat das gefallen. Das war jetzt das zweite Spiel Gruppe B in unserem clan-internen Turnier. Das heißt, gleich kommt Gruppe C dran. Lassen wir uns mal überraschen, wer da drin steht. Und, würde ich sagen, bis später, ne?